Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu Dynasty Tactics 2. Heute ist endlich soweit, Leute, nach all den Jahren. Der Tag, auf den ihr gewartet habt. Wir beginnen endlich mit der Lubu Story. Die Lubu Story gab es in Dynasty Tactics 1 nicht. Warum gab es sie nicht? Naja, weil Lubu halt nicht auch schon nach der Schlacht von Xiaopi stirbt. Aber hier haben sie es so ein bisschen so gemacht wie in Dynasty Warriors 8 Extreme Legends. Sie haben so ein bisschen was Fiktionales entwickelt und das ist eigentlich ziemlich cool. Auch Lubus Tochter Lulin Chi tauchte hier tatsächlich das erste Mal auf. In Dynasty Tactics 2. Ich weiß nicht, ob das nur im Epilog der Fall war oder schon im Main Story. Werden wir auf jeden Fall herausfinden, Leute. Lubu, der mächtigste Krieger Chinas. Los geht's. Die Final Story. Part 1 Million. Das Let's Play ist so lang. Und ich denke, die Lubu Story geht auch noch mindestens 50 Parts. Aber okay. No, this cannot be. Hey, what's going on? It's strange. I don't see any troops. What is that? It's... So, you have come seeking death once again. I am Lu Bu. None can oppose me. My dynasty will be built upon your lifeless corpses. Darf ich mal anmerken, wie merkwürdig das ist, dass er die Dongzhu-Stimme hat oder die... Ja, was ist das? Terra-Nord-Stimme, ne? Von Kingdom Hearts. Lu Bu, God of War. Das stimmt gar nicht. Lu Bu ist nicht der God of War. Guan Yu ist der God of War. Lu Bu hatte diesen Titel gar nicht. Was ist denn das für ein Quatsch? What? That ruffian Lu Bu is attacking our land? The coward. He knows our lord is not here at the moment. Coward! You fool! In battle, this is called strategy! Ach du Scheiße, es geht doch direkt schon los. Ja, let's go. Also, Lu Bu hat eigentlich keinen Titel. Die Leute hatten sich nur die ganze Zeit vor ihm gefürchtet. Er war der stärkste Krieger Chinas. Ich habe letztens einen Kommentar gelesen. War Lu Bu wirklich der mächtigste Mann überhaupt? Überhaupt habe ich ja nie gesagt, war der mächtigste Krieger Chinas. Das ist ein Fakt. Oh Gott. Let's go. Win without losing any allied units. Hatte ich nicht vor. Ja, jetzt nehmen wir endlich mal Gao Shun und Cheng Gong. Und Cheng Liao. Once more. Oh, Lu Bu ist so krass. Cool, er ist schon Level 7 und hat 64 War. 160 Angriffspower. Das ist so heftig, ey. Und da kommt die Warrior-Offizier und ich denke mir nur so. Okay. 3000 Truppen. That Pierce, that Aid, that Charge. Oh Gott. Das muss ja komisch sein, ey. Lidin, Yujin und Yujin, die sind eigentlich immer together. Und spielt ja auch together mit Zheng Liao. Zheng Liao ist natürlich zu diesem Zeitpunkt noch bei Lu Bu. Dies ist ein Überfall. Hände hoch. Auffällig ist, dass Lu Bu's Truppen außer Cheng Gong alle ein Pferd haben. Aber soll ich mal sagen, ich feiere, dass das Cheng Gong kein Pferd hat. Weil das würde gar nicht zu ihm passen. Da bin ich doch relativ froh, dass dieser einen Bogen hat. Können wir nicht wieder schön A2 abusen. Ich glaube, Cheng Gong kann auch Engineer werden. Aber sicher bin ich mir nicht. Abwarten und Tee trinken. Oh nein, der könnte was bauen. Aber er macht's nicht. Da bin ich mal gespannt, ob wir da schon irgendwas Cooles machen können. Lu Bu kann auf jeden Fall nichts machen. Niemand kann Lu Bu besiegen. Doch, der Wald.
Der Wald ist so heftig, dass Lubu nicht mehr durchkommt. Das Kombot. Das Kombot. Oh mein Gott. Das Kombot war mal ein Repair. Let's do this. Oh, das können wir jetzt link machen, aber kein Interesse. Sorry. Forward. Ich bin mal gespannt, was Lububa für Einheiten benutzen kann. Was meinst du denn schon, dass ich sehe? Damit meine ich, kann der eigentlich auch ein Bogenschütze sein? Weil Lubu war komplett talentiert. Der Typ konnte alles. Konnte mit dem Bogen umgehen. Das haben wir auch bei der legendären Szene gesehen, wo er die Hellebarde treffen sollte bei Yuan Chu. Da haben die ja so eine Wette abgeschlossen. Von wegen, ja, wenn ich die Hellebarde treffe, dann musst du deine Truppen abziehen. Und Lubu hat getroffen. Also Lubu kann alles. Kann perfekt reiten. Er kann perfekt Bogen schießen. Er kann einfach alles. Multitalent. Deswegen würde es jetzt Sinn ergeben, wenn du auch Lubu zum Bogenschütze machen könntest. Und nein, das werde ich nicht machen. Nur eine Einheit passt richtig gut zu dem. Und das sind natürlich die Brigadiers. Yay, George 2! Dadurch ist schon mal der erste Typ down. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie ich die anderen kommen soll. Weil ich die ja jetzt voll weit weggeschoben habe. Richtig dämlich. Na gut. Vielleicht kann Lubu ja gleich einen wunderschönen Chain-Angriff machen. Let's go! Scheiße, ich habe gar nicht geschaut, was man machen muss. Müssen wir nur Xunyu besiegen oder alle besiegen? Ich hoffe nur Xunyu. Nein! Oh nein. Ich glaube, jetzt kann ich den nicht mehr kommen. Lubu, please. Fuck, Xunyu müssen wir richtig aufpassen, weil der hat tatsächlich Muddle 2. Erste Fight und die Gegner haben schon Muddle 2. Nein, du bist so langsam. Ich glaube, der ist doch schon Brigadier. Ja. Deswegen ist er so langsam. Oh no, ist das blöd. Ich gehe mal hier hin. Weil wenn ich hier stehe, kann ich mit Shangyo beiden tatsächlich diesen Buff geben. Let's do this. So viel zum Thema Buff geben. Oh no! Oh, das wäre so schön gewesen mit Repair. Das wäre so schön gewesen mit Repair. Aber, wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich mache den normalen Charge. Erstens, er ist dann gut positioniert. Und zweitens schiebe ich Xunyu jetzt hinter dem, sodass Lubu dann Raid auf beide machen kann. Das ist zumindest der Fahrplan. Los, Lubu, do it, do it. Jetzt wird das nichts mehr. Oh no. Leute, das ist ein Desaster. Lubu mag zwar der mächtigste Krieger Chinas sein, bringt nur nichts, wenn er nie zum Zuge kommt. Das ist so blöd. Sie hauen die ganze Zeit gefühlt nur ab. Die wissen ganz genau, dass sie ihn nicht besiegen können. Wie Yuan Chao einst sagt am Laotor. Hau uns vor Lubu ab! Irgendwie so. Oh Gott, der arme Gao schon. Er muss da richtig leiden. Cheng Gong, der quält sehr voll durch den Wald. Mann! Was eine Quälerei. Bitte, wir wollen wenigstens am Anfang der Lubu-Angriff sehen. Oh mein Gott, bist du verrückt? Bist du verrückt? Xunyu ist richtig wild geworden. Ich glaube, Xunyu hat einen Suizidgedanken. Ich greife Lubu als Stratege mal im Nahkampf an. Ja, jetzt können wir natürlich mit Lubu was machen. Problem ist, wir haben tatsächlich unsere Chain verloren.
Also machen wir lieber einen Chain mit Zheng Liao. Oh no! Ohne Scheiß. Die haben nur zwei. Nee, die haben sogar nur eine Taktik jeweils. Aber dadurch natürlich, dass die das blöde Z haben, stellt sich die Taktik immer wieder her. Das ist so blöd. Okay, let's go. Strange. Mislead 2. Song Mö. Der hat auch Charge 2. Sogar All Charge. Lubu hat komische Sachen. Die werde ich auf jeden Fall andere Strategien geben. Let's go! Ich glaube, Xunyu ist tot. Der ist also schon mega angeschlagen und jetzt kommt Lubus erster Angriff. Ich muss eins ergänzen. Lubu wäre sogar jetzt noch stärker, wenn sich Avatar aktiviert hätte. Das ist seine Fähigkeit. Erhöht den Angriffswert um 150%. Senkt aber die Verteidigung um 80%. Ja. Bist du ein bisschen spät dran beim Battlefield? Bisschen sehr spät. Die Weiße Armee hat gesiegt, Leute. Die Weiße Armee. Ich habe mir extra hier auch. Ach nee, wir müssen alle besiegen. Oh shit! Ich habe mir extra heute meine weiße Lederjacke angezogen, weil ich ganz genau wusste: Hey Girl, du machst heute die Lubu-Story. Das passt doch, wenn du dich jetzt weiß kleidest. Fun Fact: In neueren Dynasty Warriors Teilen hat Lubu ja nur schwarz an mir. Von weiß zu schwarz. Interessant, oder? Oder Chain! Wie blöd, ey. Wir müssen nicht alle besiegen. Ich will nicht, Mann. Warum konnte es nicht reichen, dass wir Xunyu besiegen? Mann! Boah, wie die mal auf Lubu gehen. Weil die ganz genau wissen, wenn Lubu jetzt Chain hat, dann haben wir verloren. Das wissen die ganz genau. So was. Stell mich hier hin. Ich werde gleich Repair machen. Nein! Okay. Geht immer noch. Dass die den Mut haben und Lubu immer challengen hier. Muss nicht ganz verstehen. Also wenn ich Charge mache, komme ich zwar in Gau schon, aber das möchte ich irgendwie nicht. Das ist doof. Das ist richtig kacki. Jetzt muss ich mal schauen. Ich könnte Raid als Link machen und Gau schon könnte dann da hinten was machen. Aber das ist nicht gut. Nee. Definitiv ist das nicht gut. Weil dem wird es nicht ausgelöst. Oh nein, du hast verkackt, du Stück Scheiße. Mit 93%. Haha, Zheng Liao, es wurde auch nicht so richtig. Ja, irgendwie nicht, ey. Okay, können wir auch schon wenigstens auch eine kleine Kommandant. Ja, passt du. Weißt du, freue ich mich immer. Das sieht man so selten. Richtig seltene Strategy. Man muss halt direkt hinter den Gegner kommen. Der hat einfach die gleiche Rüstung wie Zheng Liao. Why? Why? Oh, jetzt geht's los. Gao Shun und Lubu natürlich Best Buddies. Gao Shun ist der stärkste Krieger von Lubus Leuten, wenn man Zheng Liao nicht mitzählt. Und da Zheng Liao halt mehr mit Wei assoziiert wird, auch wenn er natürlich in Lubus Story jetzt eine ganz wichtige Rolle spielt, sage ich immer, Gao Shun ist der stärkste Krieger von Lubus Leuten. Darf ich mir anmerken, dass Cheng Gong nichts gemacht hat? Ich finde es so cool, dass seine Cutscenes Lubu auch immer sein Pferd hat. Also Red Tail. Dieses Pferd hat er von Dong Zhu geschenkt bekommen. Dafür hat er seinen Adoptivvater Ding Yuan verraten. Er musste seinen Adoptivvater Ding Yuan töten. Damit fiel auch das Königreich. Dong Zhu hat noch mehr Macht bekommen. Und Lubu hat es. Dafür, was es getan hat, Gold bekommen und Red Hair.
und Dongshu als neuen Adoptivvater, die Nia letzten Endes auch irgendwann getötet hat. Diochan zur Liebe. Oh, jetzt kommt er doch. Ja? Oh, oh Gott. Kommst du jetzt doch? Wisst ihr was, ich mache das mal als Link, weil ich den da fesseln möchte. Und ich platziere mal die ganzen Soldaten um den Typen rum. Hat nur leider nicht funktioniert. Mann! Was haben die sich denn zu erzählen? Our Lord is the greatest hero in history! There is no enemy he cannot defeat! The Han territories are not enough for me. Wherever there is battle, Lu Bu shall be there. Okay. Der Talk mit Gao Shun erhöht schon mal die Moral um 10. Gut zu wissen. Servus. Ich lock den da nochmal. Weil ich einfach die übelst krasse Kombo machen möchte. Nein! Okay. Ich bin in Zukunft nicht mehr greedy. Ich versprech's. Weil das war jetzt richtig kacki. Mann. Jetzt hat Shen Gong mal einmal Erfahrungspunkte bekommen. Aber nein. Darf er nicht. Trotzdem. Hier können wir noch was machen, oder nicht? Nein! Der zerstört die Kombo. Oh, ist der... Ja, schon. Du bist echt clunky. Clunky to use. Okay. So funktioniert das Ganze aber. Charge 2. Da sind wir dabei. Ich habe nur einen Charge, weil der Raid ja eben auch komischerweise nicht funktioniert hat. Aber Cecile, du willst doch nicht vom Bogenschützentor. Ich weiß. Die 400 nehme ich in Kauf. Der Anfang von Dynasty Tactics war so mal easy. Die Gegner haben keine Truppen, haben nur eine Taktik und kleine Armeen. Ich darf ein paar Verluste machen, nur weil ich jetzt im Bogenturm encountered bin. Ist nicht so schlimm. Great! Er hat einfach die Stimme von Anselm, Terra Nord und Dongju. Das ist so ungewohnt, Lubu mit der Dongju's Stimme zu haben. Ich synchronisiere wie. Also ich synchronisiere Lubu, wie man es halt kennt. Dynasty Warriors. Weil die Dongju-Stimme passt irgendwie nicht. Was? Wieso haben wir die Dien sogar captured? Crap. Und dafür gibt's das Book of Jing. Crap. Jing Jing. Und da haben wir auch schon 11.000 Craft Points. The enemy is too strong. It is regrettable, but we must withdraw for now. There are more ways than one to repay our Lord's trust. Ihr versagt. Könnt ihr so zu sagen, dass ihr die größten Loser des Planeten seid. Mann, wir haben auch nur so eine kleine Mini-Armee. Ich glaube, in Lubu-Story dauert es auch ziemlich lange, bis man ein paar Männer dazu bekommt. Weil Lubu nie eine große Armee hatte. Sich gegen Dongshu gestellt. Hat Dongshu getötet und wen hat er denn gehabt? Zheng Yao, Tio Chan und Gao Shun und Cheng Gong dann später. Das war's. La, weil Cheng Gong nichts gemacht hat, natürlich auch kein Level für ihn. Boah, Gao Shun kriegt jetzt auch schon die Brigadiers und Lu Bu kann tatsächlich Bowrider sein. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wir bleiben beim Brigadiers. Was doch am besten, weil es die beste Einheit im Spiel ist. You realize you have one of two choices left to you. Yield or die. Surrender? Absurd. If you find me disagreeable, then cut me down. I would say you still have the guts to fight me. Amusing. Ich glaube auch bei Lee Jin werden wir nicht erfolgreich sein. A loyal retainer will not serve a second lord, so I have but one master. Ich bin Indiana Jones mit der Helm.
Tja, Lubu not amused. Ach, das war die Schlacht von Poyang, ja. Ja. The mighty warrior Lu Bu, seeking to take advantage of Cao Cao's absence, mobilized his forces for an invasion of the Yan province. When word of this invasion reached Cao Cao, he quickly negotiated a truce with his current opponent Liu Bei, and immediately turned his forces back to Yan to surround Lu Bu's army. Also Zuozuo hat da mit Liu Bei gekämpft und in seiner Abwesenheit hat er sich die Burg Poyang geklaut. Skirmish at Yang. Und Zuozuo gefällt das überhaupt nicht. Du willst sofort zurückschlagen. Ha! Zuozuo is a fool! It doesn't matter how many men he throws at me. I'm invincible. General, wait a moment. What do you want, Shen Gong? I'm not in the mood to listen to your tricks. I am your strategist. Coming up with tricks is my duty. I'm sick of listening to you about this. I don't care what the general says. I will speak my piece. My goal is to help the general conquer the land. That is why I serve. I don't care about the land! The land is merely a footstool to show the world my might. I will fight my own way. If Zaza comes, I will squash it. Without question, my lord, must fight Zaza. All I'm saying is we must leave Yan. What do you mean? Yan was originally Zaza's land. If we do badly here, there's sure to be an uprising in his support. Let us break through Zaza's lines and force our way to Xu. We can ask refuge from Liu Bei. Alright. I will follow your plan this time. Zhang Liao, let's go. Ha! We shall show those weaklings of Cao Cao's armies what true warriors look like. Ja, da war Zhang Liao noch ein bisschen anders. Hat er noch so ein bisschen die Lu-Einstellung gehabt, von wegen, er geht nur nach Macht. Später ist er so ein Ehrenmann, wo er Cao Cao's Armee beigetreten ist. Lu Bu has decided to leave Poyang. Break through Zaza's army. Nein! Lu Bu has chosen Ding Tao as his next target. Ja, also ihr merkt schon, das hat sehr viel Dinosaur Wars 8 Extreme Legends Vibes. Denn Dinosaur Wars 8 Extreme Legends zentriert sich um Lu Bu. Und sehr viele Schlachten, die dort auch auftauchen, wie zum Beispiel Schlacht von Ding Tao, sehen wir jetzt hier auch wieder. Cool. Finde ich richtig cool. Objective, Breakthrough, Cao Cao, at Ding Tao, when the time given. Was? Nur 4 turns left? Oh Gott. Nur 4 turns left. Hier wird es aber auch tatsächlich nur ein Territorium. Nein, wir können doch niemanden rekrutieren. Das kann nicht sein. Und ich glaube, Lu Linqi kommt echt nur in der Epilogue-Story vor. Richtig komisch. Oh no. Jetzt haben wir mal keinen anderen Offizier. Doch. Hä, warum waren die in ihm nicht da drin? Oh. Er hier ist der Schlechteste. Sorry, Songxing. But you are bad. You are really bad. Da Lu Bu logischerweise mit der Armee führt, braucht er mehr Leadership. Also gehen wir in die Teekelle. Du bekommst den Fiederfan, damit deine Strategie schneller ansteigt, beziehungsweise deine Intelligenz. Dann gebe ich Zhang Liao das War-Item. Wir hätten wieder unser Meister-Angreifer. Und, tja, nee, wisst ihr was?
Na doch. Na doch. Wäre ich jetzt auch gar schon geben können. Habe ich jetzt aber dagegen entschieden. Das Blöde ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das Art of War geben soll. To be honest, gar keinen. Ich muss warten, bis ich nur einen anderen Strategen habe. Ist natürlich blöd, wir können jetzt mal alle drei haben, was halt eine richtig gute Strategie ist. Aber ich finde, Chen Gong sollte erstmal mehr Intelligenz haben. Book of Jing. Ach, Melee, ja, das wusste ich auch schon. Bravery. Wild. Jetzt hat die Frage, was haben die überhaupt für Fähigkeiten? Ja, Loyalty ist schon mal kacki. Das wollen wir nicht. Du kriegst dann das Hero Sword. Was ist Fortitude nochmal? Das ist auch Mist. Rage ist auch Mist. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall die Skills ein bisschen ändern. Guck, der kriegt Bravery. Was die für Fähigkeiten haben, das ist echt blöd. Rage geht zwar noch, aber ich will ja nicht zulassen, dass einer stirbt. Bedeutet, Rage ist eigentlich der größte Quatsch. Leader Tactics always successful. Na gut. Aber der hat ja gar keine Leader Tactics. Gebe ich lieber hier Crescent. Damit die War Tactics wenigstens immer funktionieren. Oh Mann, die haben echt blöde Fähigkeiten. Not gonna lie. So, und Gao Shun. Der bekommt dann das Book of Jing. Und der könnte die Brigadiers endlich haben. Was heißt endlich? Ich habe die Lubu-Story gerade gestartet und sag jetzt schon endlich. Cool. Hier, Zhang Ba, der ist übrigens auch sehr, sehr gut. Das ist wahrscheinlich nach Zheng Liao und Gao Shun der drittstärkste. Ihr merkt schon, die Lubu-Offiziere sind alle nicht so toll. Aber er ist halt der Beste von denen. Abseits von Gao Shun. Oh no. Leute, Lubu muss das echt alles ausgleichen, was die anderen nicht können. Und die anderen können halt gar nichts. Muddle, Pinsel. Ja, alles ist besser als Gather und Miss Lead. Warum hat er das überhaupt? Switch. Cool. Was gebe ich gar schon? Stimmt, der hat kein Raid. Warum hat er zweimal Charge? Zwei, what? Sachen gibt's. Die gibt's gar nicht. Oh. Ich glaube schon, wird er so ein einfacher Haut drauf Typ. Der kriegt gar keine Leadership-Strategien. Obwohl er tatsächlich mehr Leadership hat als vor. Trotzdem, er wird so ein Haut drauf Typ. Warum hast du Ambush, wenn du so wenig Intelligenz hast? For real. Warum? Also, manche Sachen sind echt ein bisschen komisch. Und du hast keinen Charge, what? Warum haben die alle Ambush? Du kriegst auf jeden Fall Aid. Das Thema ist so ein kleiner Supporter. Aber Raid kriegt er auch. Selbst wenn ich jetzt wieder so viel ausgebe, ich habe keinen Bock, mit solchen schlechten Strategien zu spielen, wie die aktuell halt da sind. Für was die haben, das ist echt bad. Okay, Zheng Liao hat noch ein paar coole Sachen. Du kriegst auch noch Raid. Oh Gott, den kannst du nur auf War spielen. Deswegen möchte ich dir auch Bravery geben. Ja. Aber der muss Ambush da weg. Was soll ich mit Ambush? Oh no. Komm, wisst ihr was? Ich gebe dir jetzt Aid. Ich weiß, dass der nicht auf Leadership gespielt wird, aber ist doch sowas von egal. Alles ist besser als Ambush. Ambush kannst du nie benutzen. Und dann hat er nicht mal wirklich viel Intelligenz. Was bringt das?
Thank you for all of your support. I'm constantly preparing for battle, so feel free to call upon me at any time. If you give me just 1,000 men, I'll defeat an army 100 times its size. Das ist ein cooles Easter Egg. Denn bei der Schlacht von Yiffey hat er das ja getan. Genau das, was er jetzt sagt. Cool. Ich habe zwar auch schon hingeschickt, aber Jing Liao's Werte erhöhen sich. Ja, Logik. Komm schon! Are you training hard? Of course. I have the reputation of being able to break any enemy camp. I got it because I always defeat the enemies I'm after. It would be unlike me not to train hard. I have to maintain that reputation. Cool. Also diese Werteboost nehme ich natürlich schon gerne mit. I had best trained to prepare myself. Will somebody help me? I see, you are as eager to go as I am. Als ob die jetzt gegeneinander fighten. Aber hey. Today was great, I give you my thanks. Leadership plus 4. Hä, geht das jetzt so weit oder was? Das nehme ich doch gern mit. A worthy general trains daily. Somebody proved their worth to me. Alright, I am ready for you. Fight! Alright. Es reimt sich sogar. Alright, fight. I respect your desire on the battlefield. Als ob die jetzt alle miteinander trainieren. Ja. Training daily is essential to any general who will join me. Alright, ready for you, fight. Warum ist das so? Als ob die jetzt alle bewusst bekommen. Nee. You're quite an officer. Let's be friends. Since I like you so much, I let you on a secret. Units known as engineers can build useful things on the battlefield. One of these things, nevertheless, can only be made by the most intelligent of engineers. Ja, das stimmt. Falls ihr euch mal gewundert habt, hey, warum kann der jetzt eigentlich Arbalest bauen, der dann wiederum nicht, das hat mit der Intelligenz was zu tun. Ich weiß nicht, ob wann man das bauen können, aber da hat sie schon recht. Arbalest were apparently invented by the famous thinker and philosopher Julian. Surely they must be incredibly intelligent in order to build them. Well, did you find this helpful? Denke schon. Weil ich mir vorstellen kann, dass viele von euch das noch nicht wussten. So, bevor ich jetzt den Part beende, den ersten Loop-Part, werde ich das hier noch korrigieren. Weil die Sachen, die er hier hat, die sind echt ein bisschen kacke. Die sind richtig blöd. Okay, Doc. Das ist schon mal etwas besser. Der Typ, ne, der hat echt nur Müll. Oh, mein Arsch. Ist okay. Ich glaube, der kann gar kein Ingenieur werden. Actually kann der kein Ingenieur werden. Switch. Pinzer. Cool. By the way, ich wollte schauen, was LeBou eigentlich alles sein kann. Komischerweise kann er kein Bogenschütze sein. Also Picke und Bogenschütze hätte eigentlich noch zu ihm gepasst. Aber hey, Bow Riders. Passt aber irgendwie trotzdem nicht zu ihm. Ich habe LeBou noch nie irgendwie mit einem Bogen auf dem Pferd gesehen. Ist doch kompletter Quatsch. Rebel. Sacke. Boah, Jing Liao hat so coole Werte. Die kannst du auf alles spielen. Also wenn wir Pit haben, dann kriegst du natürlich auch Pit. Der hat echt viel Intelligenz. Vor allen Dingen im Vergleich mit den anderen LeBou-Offizieren. Die haben gefühlt gar keine Intelligenz. This is so sad. Oh mein Gott. Gao, schon willst wissen. Doppeltes Charge 2. Bedeutet, wenn der eine Chain hat, kann er richtig gut kombinieren. Bloß weg mit den Ambushes. Not a fangirl. Ich finde die Ambushes so blöd. Eben weil halt zwar viel Wald, aber wie gesagt,
toll sind die nicht. Vor allen Dingen sind die schlecht, wenn du so wenig Intelligenz hast. Und jeder hat Ambush. Ist das ein Trauerspiel? Jetzt hat's keiner mehr. Und so soll es auch sein. Ja, Leute. Sind auf jeden Fall gerüstet für den kommenden Fight. Es geht direkt nach den Tau. Und da geht's heute nicht so weiter. Leute. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!